Nokia 2.4 gegen Samsung Galaxy A21s, viele von euch schwanken zwischen den beiden Smartphones. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design gewinnt das Galaxy A21s haarscharf mit 48 zu 47 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 3 Gramm leichter, 1 mm schmaler, 2,3 mm kürzer und 0,4% geringeres Volumen. Das Nokia 2.4 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 0,2 mm dünner. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Nokia 2.4 eindeutig mit 41 zu 30 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy A21s deutlich mit 81 zu 74 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 1,3% schnellerer Prozessortakt, 3 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 384 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das Galaxy A21s eindeutig mit 49 zu 39 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: vierfach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, schnellerer Fotoautofokus durch Phasendetektion bei Fotos und 8,3% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio kommen beide Produkte auf 58 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Merkmale. Akku. Im Bereich Akku kommen beide Handys auf 65 Punkte. Das Galaxy A21s ist durch folgendes Merkmal überlegen: 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Galaxy A21s mit 76 zu 72 Punkten knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat Wi-Fi 5 Verbindung, hat ein Gyroskop, hat Typ-C USB-Anschluss und hat einen Kompass. Das Nokia 2.4 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: unterstützt 2 SIM-Karten. Ergebnis. Mit 46 Punkten schlägt das Samsung Galaxy A21s in der Gesamtwertung haarscharf das Nokia 2.4 mit 45 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Handy ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.